Ein kleiner Junge kniete mit seiner Mutter und seiner Oma neben seinem Bett und sprach leise sein Gebet. Lieber Gott, bitte segne Mama und Papa und die ganze Familie und schenke mir bitte eine gute Nacht. Und auf einmal sah er hoch und schrie, und vergiss nicht, mir zum Geburtstag ein Fahrrad zu schenken. Hey, es gibt keinen Grund, so zu schreien, sagt seine Mutter. Gott ist doch nicht taub. Der kleine Junge sagte, er nicht, aber Oma schon. Meine Frage ist, wie oft denken wir, dass Gott unsere Gebete nicht einmal hört? Für uns Christen ist es manchmal ganz einfach, das Gebet als geistliche Version des Daumendrückens zu verwenden. Wir hören von einem Problem und sagen automatisch, ja, 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 ich bete für dich. Aber in der Praxis heißt das oft, dass wir nichts tun. Vielleicht, weil wir glauben, dass es eigentlich egal ist. Aber wenn du jemals ernsthaft mit jemandem gesprochen hast, dem es sehr schlecht ging oder du selbst in so einer Lage warst oder immer noch bist, dann weißt du, dass sich oft die Frage stellt, wirklich stellt, muss man halt selber fragen, hört Gott eigentlich? Kümmert es ihn, was mit mir passiert ist? Ist es ihm egal? Bin ich ihm egal? Diese Gedanken machen nicht nur wir uns. Und wenn ich mich schätze, hat jeder, der hier sitzt, so Gedanken mal mindestens einmal gehabt. Schon vor Tausenden von Jahren gab diese Gedanken. Und diese Gedanken sind auch nichts Neues für Gott. Es gibt viele Psalmen, wo genau um diese Frage geht. Gott, wo bist du? Hörst du mich? Warum antwortest du mir nicht? Das ist hart, wenn wir sowas überlegen, weil oft denken wir, das kann nicht so sein. Gott darf nicht so sein. Aber selbst für diejenigen, die Zeugen waren, als Jesus hier war, auf die Erde lebte, als er starb und auferstand, es sieht so aus, als ob die dasselbe nicht verstanden haben. Und heute Morgen möchte ich gerne das, was Markus schon gelesen hat, ein bisschen tiefer schauen, für die Überraschung sorgen. Die Leute, die das gebetet haben, haben selber nicht geglaubt, dass etwas stattfindet. Petrus war ins Gefängnis, haben wir schon gelesen. Und die Gläubigen flehten Gott an für seine Freilassung. Und wir sollten nicht denken, dass sie nicht ernsthaft beteten. Das haben sie wirklich gemeint. Die meinen es todernst. Die wünschen es so sehr, dass Petrus aus diesem Gefängnis befreit wird. Sie beteten, weil sie wussten, die sollten es tun. Manchmal ist das bei uns auch so, ja. Aber wie war es wirklich damals? Und wie gesagt, Markus hat das schon gelesen, aber ich möchte gerne nochmal eine kurze Stelle nochmal lesen, weil ich finde es so lustig. Ja? Versuch mal mitzuhören, es ist wirklich lustig. Ja? Von Vers 13 bis 16 nur. Und als Petrus nun an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rhoda herbei, um zu hören. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Türe nicht auf. Allein das ist ein bisschen lustig, oder? Sondern lief hinein und meldete, Petrus, stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sein ist. Und dies sprachen sie, es ist sein Engel. Ich meine, hallo, oder? Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Und als sie sich öffnete, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Was ist hier passiert? Es ist, als ob das heutzutage eine ideale Drehbuch für eine Komödie ist, meiner Meinung nach.
es ist doch eigentlich zum Lachen. Ein inbrünstiges Gebet und die Erhörung kommt deutlich, sichtbar. Hallo, ich bin hier, ich bin der Petrus. Und die haben versucht, das Ganze zu vergeistlichen. Ja, es ist ein Engel, es könnte nie im Leben sein, dass es wirklich Petrus da vor uns steht. Ich muss euch sagen, es ist mir gibt mir große Hoffnung in Bezug auf uns, wenn ich sowas lese. Diese Leute, die meisten haben es miterlebt, Jesus ist auferstanden, die haben das gesehen. Und die haben immer noch ein Problem zu glauben, dass wenn sie beten, dass etwas passieren könnte. Zu glauben, dass Gott hört, wenn wir beten. Dieses Problem haben sie auch anscheinend gehabt. Oder die wollten ihm ein bisschen Freiraum geben, dass er anders antworten könnte. Aber Gott versteht, wenn wir Probleme mit Gebet haben. Er weiß ganz genau, dass es darum geht, nicht, dass wir unbedingt alles glauben, was er sagt, sofort, weil für uns unmöglich ist. Es ist ihm wichtig, dass wir mit ihm reden, in Kontakt bleiben, eine Beziehung aufbauen. Und es könnte sein, das ist für mich auf jeden Fall war es ein bisschen hilfreich, in dem Hintergrund zu schauen, vor diesem Ereignis. Und so mir nicht vergessen, dass als Jesus noch hier war, hat er 12 Jünger ausgewählt. Und mit 3 von diesen 12 hat er eine besondere enge Beziehung. Die 3 waren Petrus, Jakobus und Johannes. Und diese 3 waren auch bei Jesus, als er verklärt wurde. Ich weiß nicht, ob jeder versteht, was das ist. Deswegen die Stelle von Matthäus in 7,2. Ich lese nur die Vers vor. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Die 3 haben Jesus so gesehen, nicht nur menschlich, sondern wie verherrlicht es, wie es ist klar ist, dass er auch Gott ist. Die haben eine besondere Beziehung gehabt. Und es war sogar so schlimm, dass die Mutter von Jakobus und Johannes bat für ihren Jungs um einen besonderen Platz im Königreich. Das war cool, ja. Bitte, links und rechts, meine Jungs sind spitze. Okay, so eng war das damals. Danach beginnt diese Zeit zur Verfolgung. Und Herodes, der Oberchef war damals, merkte, dass es dann den Juden einen Gefallen tut, wenn er die Christen verfolgt und hat dadurch einen politischen Vorteil. Er tötete Jakobus, einen von diesen 3, und wird dafür bewundert. Halleluja, Herodes, gut gemacht. Also warum nicht so weitermachen und noch mehr Jubel und ein Beifall einheimsen? Dann kommt Petrus ins Gefängnis. Das ist das Hintergrund, ja. Und man muss wissen, dass es hier in dieser Zeit kein Rechtssystem gibt, wie es bei uns heute in Europa gibt. Petrus sollte kein faires Gerichtsverfahren bekommen, sondern es war geplant, dass er genauso enden soll wie Jakobus. Also viel Hoffnung hatte er nicht. Es sieht sogar so aus, als ob sie aus der Auferstehung Jesus gelernt hätten. Leute ins Gefängnis. Weil, seht euch an, wie viele Wachen Petrus einen einsamen, einfachen Fischer bewachten. Es gab, kann man später lesen, selber daheim, es gab 16 Männer, die eine Aufgabe hätten, Petrus zu bewachen. 16 Männer. Petrus schlief nicht einmal alleine, er war an 2 Wachen gekettet. 16 und 2 so und so. Und die Obrigkeiten ließen Petrus keine Chancen, davon zu kommen und stelle sicher, dass er nicht flüchten könnte. Das war, also menschlich gesehen, total unmöglich. Die wollen sicher sein, dass Petrus da bleibt und dass er im Jakobus' Fußstäbchen des Martyriums zu treten. Also die Jünger, also die Zeugen der Wunder Jesus und seiner Auferstehung waren nicht immer fähig, wirklich zu glauben.
dass sie zu einem Gott sprachen, der zuhörte und erhörte. Ich sage das nochmal, weil das ist mir wichtig, persönlich zu wissen. Die war nicht immer fähig, wirklich zu glauben. Und das sehen wir, als das, was wir neulich gelesen haben. Ich habe schon erwähnt, dass diese Geschichte wie eine Komödie ist. Aber je mehr ich über sie nachdenke, desto mehr würde ich getröstet. Denn wenn es selbst bei den Menschen damals nicht gereicht hat, Jesus und all das zu sehen und immer Glauben zu haben, dann sind wir doch in guter Gesellschaft, oder? Es erinnert mich an eine Stelle in Psalm 103, wo es heißt, dass wir nur Staub sind. Und das stimmt auch. Wir Kraft von uns selber haben wir nicht. Diese Geschichte ist eine großartige Botschaft der Macht der Gnade Gottes. Er kennt uns durch und durch. Er weiß, dass wir nur aus Staub gemacht sind. Er ist und bleibt der Gott der Schöpfung und der neuen Schöpfung. Ich möchte euch erwähnen, dass Gott, meiner Erfahrung nach, Gebete fast nie so erhört, wie ich es erwarte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich vor einer Herausforderung stehe und darüber bete, denke ich auch über Möglichkeiten, die existieren können. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sowas macht. Zum Beispiel, ich überlege halt, ich bete und dann gibt es die Möglichkeiten A oder B oder C und so weiter. Und ich frage mich, wie wird Gott das tun? Was nimmt er A oder B oder C oder sowas? Ja? Und dann aber antwortet er fast unvermeidlich mit den Optionen ZZ. Oder ZZZZ. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die existieren, weil Gott ist die ultimative Querdenker. Und es ist wirklich so. Eines Tages wanderte Joe, Bob und Dave in der Wildnis umher, als sie an einem großen, tobenden und heftigen Fluss kamen. Die mussten ans andere Ufer kommen, wussten aber nicht, wie die das machen sollten. Joe betete: Bitte Gott, gib mir die Kraft, diesen Fluss zu überqueren. Puff! Gott gab ihm große Arme und starke Beine, und er konnte in ungefähr 2 Stunden durch den Fluss schwimmen, obwohl er einige Mal fast ertrank. Als Dave sah, betete er zu Gott: Bitte Gott, gib mir die Kraft und das Werkzeug, um diesen Fluss zu überqueren. Gott gab ihm ein Ruderboot und er konnte in ungefähr 1 Stunde über den Fluss rudern, nachdem er ein paar Mal fast mit dem Boot gekentert wäre. Und Bob hatte gesehen, was für die anderen 2 gelaufen war. Und er betete auch zu Gott: Bitte Gott, gib mir die Kraft, das Werkzeug und die Intelligenz, diesen Fluss zu überqueren. Puff! Gott verwandelt ihn in eine Frau. Sie sah sich die Landkarte an, wanderte einige 100 Meter stromaufwärts und ging dann rüber eine Brücke. Optionen ZZ, ja. Also Gott wird nicht durch uns oder das, was wir von ihm glauben, begrenzt. Er ist fähig, er ist bereit und wir verstehen das oft oder wie ich sagen würde, meistens nicht. Aber was für ein Gott wäre er, wenn wir wirklich alles erklären könnten? Ich finde das vielleicht nicht immer passend, aber ich bin froh, dass mein Gott mehr kann, als das, was ich selber verstehen kann. Auch wenn es sehr oft unbequem für mich ist. Und oft bringt das Gebet unsere Gedanken mit denen Gottes in Einklang. Wir lernen und akzeptieren, was er tut. Gott hat das große Bild vor Augen, wir nicht. Er kennt seine Pläne. Es gibt ja eine Geschichte von Sven.
ein sehr kluger Fünfjähriger, sagte seinem Vater, dass er gerne einen kleinen Bruder hätte und bot zusammen mit dieser Bitte alle Hilfe an, die er geben könnte. Sein Vater, ein sehr kluger 35-Jähriger, schwieg einen Moment und sagte dann, ich sag dir was, Sven, wenn du 2 Monate lang jeden Tag für einen kleinen Bruder betest, garantiere ich, dass Gott dir einen geben wird. Sven war mehr als bereit für die Herausforderung seines Vaters und ging an diesem Abend früh in sein Zimmer, um anzufangen, für einen kleinen Bruder zu beten. Einen ganzen Monat lang betete er jeden Abend, wirklich jeden Abend, aber danach wurde er skeptisch. Er hörte sich in der Nachbarschaft um und erfuhr, dass das, worauf er hoffte, noch niemals zuvor irgendwo in die Nachbarschaft passiert war. Man betet nicht einfach 2 Monate lang und dann peng, ein neuer kleiner Bruder ist da, das geht nicht. Also hörte Sven auf zu beten. Nach einem weiteren Monat ging Svens Mutter ins Krankenhaus. Als sie zurückkam, riefen Svens Eltern ihn ins Schlafzimmer. Er ging vorsichtig in den Raum und erwartete nichts Besonderes, als er ein kleines Bündel sah, das genau neben seiner Mutter lag. Sein Vater hob die Decke und da lag nicht eine kleine Bruder, sondern 2. Und seine Mutter hat Zwillinge bekommen. Svens Vater blickte auf ihn und sagte, na, bist du glücklich, dass du gebetet hast? Sven zögerte ein wenig, sah dann zu seinem Vater hoch und sagte, ja, aber bist du nicht froh, dass ich bald damit aufgehört habe? Also Gott wird auch unsere Ehrlichkeit wertschätzen. Wenn wir mit ihm sprechen, er weiß es sowieso, was wir machen und wenn wir das nicht machen. Wenn wir nicht 2 Monate lang beten können, sondern nur 1 Monat. Er versteht das alles. Ein 4-Jähriger würde am Weihnachtsabend gebeten, vor dem Essen zu beten und dafür zu danken. Die Familienmitglieder beugten erwartungsvoll ihre Köpfe. Er fängt an zu beten. Dankte Gott für alle seine Freunde und nannte sie bei Namen. Das dauert ein bisschen, er hat viele Freunde gehabt. Dann dankte er Gott für Mama und Papa, Brüder, Schwester, Oma, Opa, alle Tanten, alle Onkel. Dann begann er Gott für das Essen zu danken. Den Truthahn, Salatsauce, Obstsalat, Croutons, Erbsen, die Küche, sogar für Sprühsahne. Und dann machte er eine Pause. Und alle warteten. Genau wie jetzt, gell? Und warteten. Und nach einer langen Stille sah er zu seiner Mutter auf und fragte, wenn ich Gott für den Brokkoli danke, weiß er dann nicht, dass ich lüge? Das Gebet soll auch keine magische Zauberformel sein. Es gibt keinen magischen Weg, Dinge zu sagen, um Gott auszutricksen und dazu zu bringen, etwas zu tun. Gebet heißt reden mit Gott. Das wissen wir, aber das vergessen wir so oft. Das gelingt gut, wenn wir es wissen, wer es ist, mit dem wir da reden. Er freut sich über unsere Ehrlichkeit. Er weiß es sowieso. Er ist viel mehr daran interessiert, dass wir es wissen, und trotzdem wissen, dass wir geliebt und anerkannt sind. Es gab eine Christin und sie wohnten neben einem Atheisten. Und jeden Tag konnte der Atheist hören, wenn die Frau betete. Er dachte, sie muss doch verrückt sein, darum so zu beten. Weiß sie dann nicht, dass es keinen Gott gibt? Oft kam er zu ihrem Haus, wenn sie betete, und sagte, gute Frau, warum beten Sie die ganze Zeit? Wissen Sie nicht, dass es keinen Gott gibt? Aber sie betete weiter. Eines Tages hatte sie keines Lebensmittel mehr. Wie immer betet sie zu Gott.
erklärte ihm die Situation und dankte ihm für das, was er tun würde. Wie immer hörte der Atheist ihr Gebet und dachte dabei, dieses Mal werde ich sie drank kriegen. Er ging in den Laden, kaufte jede Menge Lebensmittel, brachte sie zu ihrem Haus, stellte sie genau vor der Haustür, klingelte und versteckte sich hinter den Buschen, um zu sehen, was sie tun würde. Als sie die Tür öffnete und das Lebensmittel sah, begann sie Gott aus vollem Herzen zu preisen, zu hüpfen, sang und schrei herum. Und dann sprang der Atheist hinter den Buschen hervor und sagte ihr, ha, sie verrückte alte Frau, nicht Gott hat dieses Lebensmittel gekauft, ich war es. Dann lief sie los und rannte die ganze Straße entlang und schrie und lobte Gott. Und als sie schließlich einholte, fragte er, was mit ihr los wäre. Und dann sagte sie, ich wusste, der Herr würde mich das mit Lebensmitteln versorgen, aber ich wusste nicht, dass er den Teufel dafür zahlen lassen würde. Option ZZZ. Gott erhört Gebete, aber wie er das tut, ist kreativ und überraschend, so wie es mit seinem Charakter entspricht. Und je besser wir ihn also kennenlernen, desto desto werden wir verstehen, dass unsere Gebete bei ihm landen. Er möchte uns mit der Erhörung der Gebete Freude schenken. Für nicht allzu lange Zeit hätte ich einen sehr schlechten Tag. Und ich war selber voller Verzweiflung. Ich merkte, dass ich selber nicht mehr beten könnte. Ich konnte nicht über den Tag oder selbst über die nächste Stunde hinausdenken. Ich saß alleine und ich weinte. Und das Einzige, was ich beten könnte, war, Herr, ich fühle mich verloren und alleine. Gib mir genau heute, was ich brauche. Genau heute. Damals musste ich auch zum Laden, um Lebensmittel zu kaufen, die ich für den Tag brauchte. Und ich hatte eine kleine Einkaufsliste dabei. Es waren nicht viele Dinge drauf, aber ich brauchte sie für diesen Tag, nur für diesen Tag. Ich ging zum Laden und zu dem Einkaufswagen. Der Einkaufswagen, zu dem ich ging, stand weiter weg als sonst. Und ich kann immer noch nicht sagen, warum ich dort ging. Aber da drin lag ein 10-Euro-Schein. Ich sah mich um, ob jemand es verloren hat, weil ich wollte nichts klauen. Ja. Aber niemand war da. Ich ging mit diesem 10 Euro in den Laden, kaufte alles auf meine Liste und bezahlte 7,80 €. Mein Gebet, mir das zu geben, was ich für den Tag brauchte, wird praktisch beantwortet. Und die Wahrheit ist, ich brauchte das Geld nicht. Ich hatte genügend Geld dabei. Aber mein Gott erhörte mein Gebet mit der Optionen Z, 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 Z. Er gab mir nicht nur, was ich brauchte, weil das Geld hätte ich schon, sondern mehr. Und das ist der wahre, liebende Gott, den wir kennen können. Er ist der Gott, der alles neu macht, der nicht nur Gebete beantwortet, sondern selbst als Antwort da ist. Gott beantwortet Gebete. Aber unsere Sicht vom Gebet ist oft mit Mangel behaftet. Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Er möchte, dass wir seine Antwort erwarten, weil wir ihn und seinen Charakter kennen. Wenn du nicht in Erwartung eine Antwort betest, dann hast du vielleicht kein gutes Verständnis von einem Gott, dessen Liebe für dich unendlich ist. Gott ist da, Gott ist hier, sogar in einem Einkaufswagen. Amen.